Moin Freunde, willkommen hier bei Netzwelt. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich ein 2-in-1 Produkt, das es so in dem Sinne noch nicht gegeben hat. Die Huawei WatchBuds. WatchBuds? Es ist eine Uhr mit Kopfhörern drin. Kann das was? Oder ist es halt nur ein Rohrkrepierer? Wir verraten es euch heute. Schon das Design ist elegant bis hin zu luxuriös gehalten. In einer kleinen Schatulle bekommt ihr diese Smartwatch zugeliefert. So sieht das gute Stück aus, wenn ihr es geöffnet habt. Hier liegt die Uhr mit drin, natürlich auch die Kopfhörer in der Uhr. Über eine kleine Klappe kommt ihr zum Zubehör. Doch es geht ja eigentlich jetzt um die Uhr, richtig? Richtig. Ausgepackt wird die Uhr wie eine ganz normale Analoguhr. Bis hin zu dem kleinen Rädchen an der Seite, das ist euer Interaktionsbutton, mit dem ihr mit der Uhr dann umgeht und gegebenenfalls dann auf das Display schaltet. Das Display ist ein 1,43 Zoll AMOLED-Display, das auch ein Always-On-Display bietet. Das seht ihr jetzt hier vielleicht gerade. Das voreingestellte Watchface zeigt euch auch direkt, wohin die Reise gehen soll. Ihr habt hier einen richtigen kleinen Chronographen dargestellt, der neben der Uhrzeit auch die Akkufüllung der Uhr und der Akkufüllung der Kopfhörer anzeigt, sowie eure gelaufenen Schritte. Ihr habt eine ganze Reihe an verschiedenen vorinstallierten Watchfaces. Ihr könnt das auch anpassen, beispielsweise mit einer Digitalanzeige. Oder noch viele weitere Watchfaces herunterladen. Ihr habt einen schwarzen Edelstahlkörper und ein schwarzes Echtlederarmband, das wie bei jeder anderen analogen Uhr auch über einen Bajonettverschluss am Gehäuse befestigt ist. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo sind die Kopfhörer? Na, wie ich schon mal angesprochen habe, natürlich innen, und ihr kommt an den Innenbereich über einen kleinen Knopf an der unteren Seite des Displays. Dann klappt der Deckel hoch und hier sind die Kopfhörer. Die sind magnetisch befestigt am Deckel und rasten auch wieder magnetisch ein und versinken in Körper der Uhr. Macht euch bloß keine Sorgen darum, ob ihr jetzt den linken oder den rechten Soundbud eingesteckt habt. Durch das omnidirektionale Feature dieser WatchBuds könnt ihr die Soundbuds durchtauschen, wie ihr wollt. Passen auf beide Seiten und genauso passen sie auch in beide Ohren. Macht euch keine Gedanken mehr darum, wie ihr die WatchBuds wieder einsetzt. Ihr könnt sie auch nur auf diese Art und Weise einsetzen, links und rechts, völlig egal. Huawei benutzt kein normales Android, anders als jetzt beispielsweise eine Galaxy Watch mit Wear OS oder eine Pixel Watch mit Wear OS. Auf dieser Uhr kommt Harmony OS in der Mobilversion zum Einsatz. Ihr müsst allerdings keine Harmony OS auf eurem Smartphone installiert haben, um die Uhr zu benutzen. Stattdessen ladet ihr ganz einfach die Huawei Health APK herunter. Da liegt ein kleiner QR-Code bei. Ihr installiert sie ganz normal auf eurem iOS oder Android-Telefon und könnt die Uhr dann benutzen. Die Uhr selbst ist mit diversen Apps ausgestattet, die nahtlos auch sich integrieren in eure gewohnte Umgebung. Was kann die Akkulaufzeit? Verbaut ist ein 410 mAh Akku für die Uhr und jeweils ein 30 mAh Akku je Bud. Damit kommt ihr bei der Uhr grobe Richtung auf 3 Tage reine Akkunutzung und etwa 4 Stunden reiner Musikgenuss. Das ist nicht nur vom Hersteller so gesagt, das konnte ich auch durchaus in meinem Alltagstest nachvollziehen. Da es sich um ein gänzlich neues Produkt handelt, müssen wir ein wenig in Sachen Wasserdichtigkeit und dergleichen differenzieren. Die Uhr selbst ist nicht IP-zertifiziert, die Soundbuds aber an sich sind IPX4 zertifiziert. Das heißt also, sie können durchaus ein bisschen Spritzwasser ab, aber sollten nicht zu viel abbekommen. Was können die Kopfhörer eigentlich? Die Kopfhörer haben einiges drauf und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil bei einem so einem 2-in-1 Produkt könnte man natürlich den Eindruck bekommen, irgendwo müsst ihr Abstriche machen. Ihr müsst bei dem Sound überhaupt keine Abstriche machen. Die Kopfhörer liegen angenehm und bequem im Ohr. Ihr habt keinerlei Bügel oder sonstige Dinge, die nerven könnten. Ihr habt einfach nur diese kleinen Stöpsel, die auch wirklich nur rund und stiftartig aussehen. Ihr habt ein sehr gut funktionierendes ANC und ihr habt einen wirklich hervorragenden Sound, der auch richtig schön laut sein kann. Wer also gerne intensiv Musik hören möchte und das auch wirklich mit einem ausgeprägten Profil, bekommt mit diesen Kopfhörern definitiv viel für sein Geld geboten. Hinzu kommt noch ein sehr guter Eindruck bei der Uhr, die neben Schrittzählen auch Blutsauerstoffmessung, jegliche Fitnessaktivität, die ihr vielleicht hobbymäßig betreibt, aufnehmen kann. Auch wenn ich sagen muss, dass es rein vom Design und mit dem Lederarmband vielleicht keine Sportleruhr ist, sondern eher eine Businessuhr. 499 Euro bezahlt ihr für die Huawei WatchBuds. Das klingt im ersten Moment natürlich nach einer ganzen Stange Geld. Wenn ihr allerdings in Relation setzt, was ihr dafür bekommt, nämlich eine sehr gut ausgestattete Smartwatch und sehr performante True Wireless Kopfhörer, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel den Platzhirschen nehmt, sagen wir die Galaxy Watch 5, und die bekommt ihr ab 299 Euro und kauft euch dazu ein paar Galaxy Buds 2 Pro, nochmal für 229 Euro, seid ihr deutlich oberhalb des Gesamtwertes einer Huawei WatchBuds
und habe nur ein Gerät bei euch. Wer es gerne minimalistisch mag, aber trotzdem elegant, der kann auf jeden Fall zu diesen Kopfhörern, zu dieser Uhr, zu dieser Kopfhöreruhr greifen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar in die Kommentarsektion, abonniert uns, schaut auch auf unsere anderen Social Media Kanäle. Wir sind auf Instagram, TikTok, wir sind auf Facebook und natürlich auf unserer Seite netzwelt.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!